Haar wie Kirche. Laudes, das Morgengebet. Mittwoch, 22. Mai, schönen guten Morgen. Ich bin Oliver Kelch, Diakonatsbewerber der Stadtkirche Recklinghausen. Ich habe mir sagen lassen, ich soll langsamer reden. Ich versuche das. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Steh auf, mein Herz, und schlag den Takt. Wir wecken jetzt den Morgen auf. Ein neuer Tag ist angesagt, schon nimmt die Sonne ihren Lauf. Wir spielen eine Melodie mit Flöten, Orgeln, Kontrabass, so frisch und fröhlich wie noch nie. Die ganze Welt hat ihren Spaß. Ein Text von Helmut Schlegel. Wir beten Psalm 98. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Er hat mit seiner Rechten geholfen und mit seinem heiligen Arm. Der Herr hat sein Heil bekannt gemacht und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. Er dachte an seine Huld und an seine Treue zum Hause Israel. Alle Enden der Erde sahen das Heil unseres Gottes. Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder der Erde. Freut euch, jubelt und singt. Spielt dem Herrn auf der Harfe zu lautem Gesang. Zum Schall der Trompeten und Hörner jauchzt vor dem Herrn, dem König. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Dank sei dir, Gott des Bundes, der du in deinem Sohn Christus Jesus deine Herrschaft aufrichtest. Erweise Israel deine Treue und mache dein Volk den Völkern bekannt. Amen. Hören wir die Lesung. Gesegnet der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn die Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün. Auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge. Unablässig bringt er seine Früchte. Wort des lebendigen Gottes. Beten wir gemeinsam den Lobgesang des Zacharias, das Benediktus. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt, im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her, durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindes Hand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Charles Aznavour
französischer Chansonnier armenischer Abstammung, hätte heute seinen 100. Geburtstag feiern können. Mit seiner leidenschaftlichen Stimme, aber auch seinen leisen Tönen hat er viele Menschen erreicht. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Charles Aznavour, La Bohème. Wenden wir uns Gott zu, der uns ruft, seine Schöpfung mitzugestalten. Guter Gott, mit unserem Geschick, unseren Talenten und Fähigkeiten wenden wir uns an dich. Vor dir stehen wir, du unser Gott. Mit unserer Aufmerksamkeit, unserer Hilfsbereitschaft, unserem Mitgefühl stehen wir vor dir. Du unser Gott. Mit Tatkraft und Entschlossenheit, heute zu tun, was gut und richtig ist, stehen wir vor dir. Du unser Gott. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das war's für heute. Das war die Laudes am 22. Mai. Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, deine Weisheit hat uns erschaffen und deine Vorsehung leitet uns. Lass dein heiliges Licht in unseren Herzen leuchten, damit wir in allem, was wir heute sinnen und tun, dir in Treue dienen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. Der Herr segne uns, bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my désir. Désir, désir, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me, noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas. Et viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me.
parmi formidables. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? Keyboard, Magazin und Töne der Stadtkirche Recklinghausen. Grüß euch, ich bin Oliver Kelch, Diakonatsbewerber der Stadt Recklinghausen. Keyboard, das ist euer neues Magazin mit News und Tönen aus der Stadtkirche. Die Propsteipfarrei St. Peter, die Pfarrei Liebfrauen, die Pfarrei St. Antonius. Die haben eine Menge zu bieten an Terminen, News und Tipps und die finden hier ab sofort ihren Platz. Nicht nur die Kirchengemeinden kommen bei uns zu Wort. Nein, in den Reportagen, Interviews und News gibt es natürlich auch die Vereine, Verbände, Einrichtungen, Organisationen der katholischen Kirche hier bei uns in der Stadt. Keyboard entsteht im Rahmen meiner Ausbildung zum Diakon als sogenanntes Praxisprojekt. Ich freue mich, wenn ihr uns hört und uns weiterempfehlt. Also, wir hören uns bei Keyboard, dem neuen kirchlichen Magazin der katholischen Kirchen in Recklinghausen.